Und jetzt Wirtschaftsleben in der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Blick auf den Kalender könnte man auch von einem verspäteten Weihnachtsgeschenk sprechen. Im Morgengrauen des 5. Januars trafen die lang ersehnten neuen Spinde für den Umkleideraum der Rhein-Neckar-Löwen in Kronau ein. Wobei Spind das korrekte Wort ist, doch diese Spinde sind weit mehr als der Blechschrank, der ihnen gerade bildlich durch den Kopf geht. Nein, wer in der oberen Liga spielt, bekommt Spinde der Oberklasse. Und ein paar Stunden später ist die Höhle der Löwen wie neu. Noch schnell die letzten Teile einsortiert, alles perfekt. Für den Alltag ist das viel einfacher, dass du kommst, Klamotten ist gewaschen, du hast deine Schuhe hier, du hast ein bisschen Sicherheit auf deinem Schrank, sollst nicht Sorgen machen, ob jemand hat das genommen. So, alles ist eigentlich super. Na gut, es waren deutlich mehr als ein paar Stunden, bis alles perfekt war. Zunächst mal war da die Montage. Mit einfach hinstellen ist es ja nicht getan. Am Anfang musste erst mal ausgerichtet werden. Und dann gab es ja noch so Dinge wie Kabel montieren oder Schuhboxen aufsetzen. Da saß zwar jeder Handgriff, doch das dauerte. Drehen wir die Uhr mal noch ein Stück zurück. Ursprünglich sah es in der Höhle der Löwen nämlich so aus. Muss anders werden, sagte Löwensponsor Spindmax und plante den Umkleideraum um. Auftrag 154 29 82 00 C. Definitiv keine Lösung von der Stange. Stattdessen bedürfnisorientierte Planung. Das läuft dann so ab, dass wir gemeinsam planen, persönliche Gespräche haben, Skizzen erstellen. Und daraufhin erstellen wir dann eine Konstruktionszeichnung, die die Gesamtheit der Details beinhaltet. Und die bildet dann die Grundlage für ein Abschlussgespräch. Und erst dann wird der Auftrag in Produktion gegeben. Und da gab es eben Wünsche wie eine Steckdose fürs Handy, ein eingebauter Briefkasten, Zahlenschloss und so einiges mehr. Gut aussehen muss es natürlich auch noch. Projekt Löwenspind. Viele Wünsche, nur ein kleiner Zeitraum zum Einbau. Doch keine Frage, das geht. Das ist natürlich schon ein besonderes Projekt, weil wir auch alle Rhein-Neckar-Löwen-Fans sind und so auch eine emotionale Bindung zu dem Verein besteht. Aber rein von den Aufgabenstellungen her war das Projekt, wie wir es schon öfters realisiert haben. Sitzbank mit eingebautem Stauraum, das Zahlenschloss kann sich jeder Spieler individuell programmieren. Der Spind nimmt dank Einwurfschlitz auch noch die persönliche Post entgegen und obenauf gibt es Platz für Schuhe. Mit diesen Details war die alte Lösung bei den Spielern logischerweise schnell vergessen. Kaum war der letzte Name aufgeklebt, da waren die Spinde Güteklasse Champions League auch schon eingeräumt. Sieht gut aus, ist um Klassen besser als vorher und hilft irgendwie. Ja, vor allem ist es ja viel schöner jetzt. Früher war es ein bisschen chaotisch hier. Jetzt ist alles so schön aufgeräumt und es ist viel einfacher, dass wir hat jetzt die Klamotten auf eigene Platz. Und ich glaube, für Conny, unser Teammanager, ist das auch ein bisschen einfacher, dass er das direkt bei uns liegen kann und die Klamotten liegen nicht überall in die Kabine. Die Kosten für das Projekt betrugen nach Unternehmensangaben, lass gut sein, war einfach eine Herzensangelegenheit. Spindmax, einer passt immer, jetzt auch bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das war Wirtschaftsleben in der Metropolregion Rhein-Neckar.